gesprungen. Leute, schaut mal, das sind Luchse, unsere größte heimische Raubkatze. In freier Wildbahn sind Luchse super scheu. Um sie zu sehen, muss man eigentlich in ein Tiergehege gehen, so wie ich das gerade bin. Und wisst ihr was? Ich darf heute sogar mit ihnen trainieren. Gleich nach den ersten Infos. Der Luchs ist die größte Raubkatze Europas. 1,20 Meter lang und 80 cm hoch. Seine Erkennungszeichen? Die langen Pinselohren und der kurze Stummelschwanz. Der Luchs lebt als Einzelgänger in großen Waldgebieten von Amerika, Asien und Europa. Bei uns steht der Luchs in seinem Lebensraum zusammen mit dem Wolf an der Spitze der Nahrungskette. Das bedeutet, er hat keine natürlichen Feinde. Nur der Mensch war schon immer sein schlimmster Feind. In Deutschland wurden Luchse früher gejagt und sogar ausgerottet. Erst seit 50 Jahren kommen sie in einigen Wäldern wieder vereinzelt vor. Die Raubkatzen sind inzwischen streng geschützt, aber immer noch gefährdet. Allein auf den Straßen werden jedes Jahr einige Luchse überfahren. In Sicherheit sind die schönen Raubkatzen noch lange nicht. Ich bin heute im Waldhaus Mehlmeisel zu Besuch. Der Wildtierpark liegt mitten im Fichtelgebirge. Und der Chef Eckart möchte mir heute seine Luchse zeigen. Hi Eckart. Ja, ich grüße dich. Servus. Hi, ich habe schon gesehen, da sind ein paar Luchse unterwegs, oder? Ja, das ist unser Luchsgehege. Ja, wer wohnt denn da drin? Soll ich dir vorstellen? Ja, bitte. Die da sitzt, die Hübsche, das ist unsere Diana. Okay. Diana ist die Kätzin, die Mutter von den zwei Jungen. Gleich daneben siehst du rechts und links? Ja, die sind noch recht klein, oder? Ja, das sind 12 Wochen erst. Oh. Das sind die Jungen von ihr. Und rechts dahinter, das ist der Charles, das ist der Vater. Der Papa also. Ja. Der Victor, der ist jetzt schon 3 Jahre alt, noch weiter hinten links neben dem Baum. Das sieht man ein bisschen schlecht, aber wenn du genau hinschaust. Ja, der ist richtig gut getarnt. Ja, sie sollen in der Natur überleben. Ja, klar. Dazu gehört die Tarnung. Wow. Schöne Tiere. Ja. Was hast du denn heute mit den Luchsen vor? Ich will sie füttern, wir werden sie springen lassen, klettern lassen. Willst du mitmachen? Ja. Vorausgesetzt, du traust dich. Ich würde sagen, ich traue mich, ja. Okay. Dann legen wir gleich los, oder? Los, dann komm mit. Papa Charles steht schon in den Startlöchern. Und die Belohnung für die Luchse liegt auch schon bereit. So. Was gibt's denn heute Gutes? Heute gibt es Rotwild-Carpaccio. Okay. Jetzt bekommen wir natürliche Nahrung, sprich Rotwild, Rehwild, Schwarzwild. Alles, was sie in freier Natur auch essen würden. Genau. Und jetzt kommt dieses Fleisch an diese Klammer. Okay. Und dann werde ich den Charles ein kleines bisschen reizen, sodass er diese 8 Meter aufklettert. Der kommt da hoch? Ja, ja. Innerhalb von 4 Sekunden übrigens. 8 Meter in 4 Sekunden? Ja. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Klar. Auf die Plätze. Fertig. Hoch. Oh. Nein. Wie hoch? Wahnsinn. Jetzt hat das. Siehst du, wie der seine Krallen einsetzt? Wahnsinn. Wow, das waren jetzt ja 6 Meter. Wozu muss er denn in der Natur so gut klettern können? Ja, in der Natur ernährt er sich ja schließlich auch von Vögeln, von Eichhörnchen, von Baummarder, Steinmarder, Katzen und so weiter. Mhm. Und die leben am Baum. Ja. Also muss er nachklettern können auf dem Baum. Also klettern können Luchse richtig gut, aber springen doch auch, oder? In den Büchern steht, der Luchs kann 2,50 Meter hochspringen. Ich beweise dir, dass unser Luchs 3 Meter springt. Das will ich sehen. Das zeige ich dir. Ja. Jetzt ist Victor dran, der 3-jährige Kater. Wow. Habt ihr das gesehen? Nochmal in Zeitlupe. Perfekt auf allen 4 Pfoten gelandet. Aus dem Stand 3 Meter gesprungen. Das ist ja Wahnsinn, Eckart. Training ist alles.
Jetzt die Kleinen. Los, auf! Und ab! Der Bruder hat Mühe. Jetzt hat er's. Nein! Nein! Ich mach's aber leichter für ihn. Ja, würde ich auch sagen. Los! Ja. Jetzt hat er's. Ja. Ja. Wenn du möchtest, könnten wir jetzt mal reingehen. Ne? Rein ins Gehege. Ja. Hast du die Hosen voll oder was? Niemals. Also. Noch sind wir auf der sicheren Seite des Zauns. Da kommt er schon. Jetzt nicht mehr. Papa Charles schaut sich ganz genau an, wer sein Revier betritt. Pia, darf ich vorstellen? Charles? Diana? Diana, das ist die Pia. Boah, ich muss sagen, mir geht ganz schön die Düse gerade. Mal ein Stück geben? Ja, gerne. Geh ganz hin. Geh. Jetzt einen langen Arm machen, einen kurzen Arm. Kurzer Arm. Ach so. Und jetzt geh hin. Geh hin. Geh weiter. Geh weiter. Oh. Und zurück. Und zurück. Oh. Boah. Boah, Eckart, die sind echt richtig nah dran jetzt, gell? Scheiße. Ja. Das. Geh weiter links. Mach einen linken Bogen. Nicht so lange, aber mach einen kurzen Arm. Mach einen kurzen Arm. Geh ran. Und zurück. Gut. Hat geschmeckt. Oh. Boah. Du lachst, Eckart. Boah. Die Diana, ich den Viktor? Okay, machen wir so. Gut. Wow. Für mich sehen die schönen Luchse alle sehr ähnlich aus. Aber Eckart hat da einen Trick. Wenn du die Luchse dir anschaust, jeder Luchs hat eine andere Zeichnung. Genau. Und diese Zeichnung ist wie der Fingerabdruck des Menschen. Diese Zeichnung hat er im Sommerfell, im Winterfell und sein Leben lang. Die verändert sich nicht. Das heißt, du erkennst den Luchs immer am Fell? Richtig. Mach ein Foto von dem Luchs und 10 Jahre später kann ich dir sagen, ob das der gleiche Luchs ist. Cool. Ja. Die Fütterung ist beendet. Wir verabschieden uns langsam, aber sicher von der Luchsfamilie. Wahnsinn, Eckart. Das war echt eine richtig coole Aktion. Ich muss sagen, ich war ganz schön aufgeregt. Wie geht's denn den Luchsen in Deutschland allgemein in freier Wildbahn? Ja, der Luchs ist natürlich ein Kulturflüchter. Das heißt, sobald der Luchs einen Menschen sieht, hört, riecht, läuft er weg. Mhm. Das heißt, der Luchs braucht große, unberührte Waldgebiete. Unberührte Waldgebiete gibt es natürlich in Deutschland jetzt nicht mehr so viel. Aber dort, wo es gibt, dort gibt es auch Luchse. Okay. Und das will ich mir jetzt mal anschauen. Ich mache mich auf den Weg im Bayerischen Wald und schau mal, ob ich einen Luchs in freier Wildbahn sehe. Und ihr seid natürlich dabei. Aber jetzt gibt's erstmal die nächsten Infos. Winter im Bayerischen Wald. Meterhoher Schnee und eisige Temperaturen machen den Luchsen nichts aus. Das dicke Fell schützt sie gegen Kälte und die breiten Tatzen sind wie Schneeschuhe, mit denen sie kaum einsinken. Außerdem wird Luchsen im Frühjahr warm ums Herz. Im Februar und März beginnt nämlich die Paarungszeit. Nur 2,5 Monate später kommen 2 bis 5 Junge auf die Welt. Ein halbes Jahr lang werden sie von der Luchsmama gesäugt. Der Luchspapa hat nichts mit der Erziehung zu tun und ist schon wieder über alle Berge. Im nächsten Frühjahr verlassen die jungen Luchse ihre Mama und suchen sich ein eigenes Revier. Ich habe mich auf die Socken in den Bayerischen Wald gemacht, einem Gebirge am Dreiländereck. Deutschland, Österreich und Tschechien. Hier gibt es viel Platz für wilde Tiere wie den Luchs. Hallo Pia. Hallo Marco. Marco erforscht das Leben wilder Tiere im Nationalpark Bayerischer Wald, auch das der Luchse. Schön, dass ich heute dabei sein darf, dass ich dich ein bisschen begleiten darf. Ja, heute. Freut mich auch. Wie viele Luchse gibt es denn jetzt hier im Bayerischen Wald, kann man das sagen? Und vor allem,
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Wandern mal einen sehe? Ja, hier im Nationalpark haben wir so 26, 27 Luchse. Es gibt einen pro 10.000 Fußballplätze, so in der Größenordnung. Okay. Das heißt, ein Luchs auf der Wanderung zu sehen, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber das ist schon ein sehr, sehr seltenes Ereignis. Also das klingt ja wirklich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man mal einen Luchs sieht. Wie finden wir denn jetzt einen? Wir kennen uns natürlich aus und erforschen die Luchse schon seit langem. Und eine Möglichkeit ist, dass wir jetzt an einem Wurfplatz gucken, also an einem Bau, wo die ihre Jungen bekommen haben, ob es da tatsächlich Junge gab in dem Jahr. Ja super, dann lass uns doch schauen. Und ihr kommt natürlich mit. Und schon betreten wir das Luchsrevier. Es geht bergauf. Das ist ja echt ganz schöne Kraxelei hier zwischen den Felsen. Ja, schönes Gelände, ne? Ja. Und das ist auch genau das, was Luchse mögen, zumindest tagsüber oder auch wenn sie ihre Jungen großziehen. Sie haben dann Felsen hier mit Überhängen, wo sie auch bei Regen zum Beispiel im Trockenen liegen können. Oder auch jetzt solche Bereiche mit viel Totholz. Man sieht die umgefallenen Bäume, die am Boden liegen. Da können sie sich verstecken und sie sind natürlich sicher, weil jetzt auch in solchen Bereichen außer uns jetzt nur wenige Leute unterwegs sind. Jetzt also Augen und Ohren auf. Oh, was ist denn das? Das ist ein Wirbelknochen von einem Reh. Von einem Reh? Mhm. Luchse essen ja auch Rehe, oder? Ja, das ist die Hauptnahrung bei uns. Das heißt, es könnte sein, dass hier in der Nähe Luchse. Genau, hier in der Nähe waren vielleicht Luchse. Vielleicht ist das auch die Ursache, warum wir diesen Knochen da finden. Der Luchs ist ein Überraschungsjäger. Aber auch auf leisen Samtpfoten gelingt nicht jeder Angriff. Denn im Luchsrevier sind auch die Rehe besonders vorsichtig. Wir erreichen eine Felswand. Hier hat Marco letztes Jahr Spuren einer Luchsfamilie gefunden. Ja, das ist so ein typischer Platz hier. Huch. Wo es den kleinen Luchsen gut gefällt. Ja. Oder der Luchsmama. Man sieht jetzt hier diese Höhlen. Also hier sehe ich jetzt nichts. Stopp! Schau mal hier. Ha! Oh, das ist ein Abdruck. Das ist ein typischer Pfotenabdruck vom Luchs. Wieso typisch? Woran erkennst typisch du das? Typisch ist er, da sieht man hier unten den Ballen. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu erkennen, aber hier ist quasi ein Zehenabdruck, noch ein Zehenabdruck, noch einer, also vier Stück und keine Krallen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Krallen sieht man auch keine. Ja. Das heißt, wir haben eine Luchsspur gefunden. Cool. Der Fußabdruck vom Luchs noch einmal schwarz auf weiß. Zum Vergleich der Wolf. Ähnlich, aber mit Krallen. Und irgendwie riecht es hier auch ein bisschen komisch. Ja, da liegt was. Ja. Wir haben Luchskacke gefunden. Na, also man sieht schon diese Daumenstärke. Riecht auch wirklich nicht so angenehm. Man sieht da drin auch Haare. Ja, die könnten jetzt zum Beispiel von einem Reh sein. Die könnten von einem Reh sein, ja. Das heißt, wir haben jetzt Spuren von einem Luchs gefunden, aber von einem großen Luchs. Genau. Die Kacke auch eher von einem großen Luchs, oder? Genau, das ist ein ausgewachsenes Tier. Die Spur ist von einem ausgewachsenen Tier. Wir haben ja jetzt keine Losung von kleinen gefunden. Das heißt, hier zumindest gab es in dem Jahr keine Junge. Das ist schade. Was wäre denn jetzt so der nächste Plan? Aber wir haben hier eine Fotofalle, die nicht weit weg ist. Und da gehen die Luchse regelmäßig vorbei. Dann schauen wir doch mal, ob wir da was sehen. Damit Marco die Luchse im Wald beobachten kann, hängt er Fotofallen auf. Die Apparate machen automatisch Bilder, wenn ein Lebewesen vor der Linse auftaucht. Das waren die Luchsfotos vom letzten Jahr. Mal sehen, was jetzt auf den Fotofallen zu sehen ist. Ah, da hängt sie schon, die Kamerafalle. Am Baum. Alle vier Wochen checkt Marco die Kameras. Boah, ein Fuchs! Ja. Den haben wir ja richtig gut drauf. Genau, der ist sehr schön fotografiert. Boah, cool. Ein Fahrradfahrer? Ist das ein Biber? Das ist ein Biber. Nee. Ja. Wahnsinn, ne? Da ist ein Biber drauf. Ja. Sind hier alle Nachbarn. Biber, Füchse und ein Luchs. Na, Wahnsinn. Wie cool ist das denn? Der ist ja total gut getroffen. Ja, da haben wir jetzt ja Glück gehabt. Wow.
wie die Augen leuchten. Meine erste Luchssichtung im Bayerischen Wald. Wenn auch nur als Foto. Allerdings bleibt es die einzige Aufnahme. Jetzt haben wir zwar einen Luchs auf der Kamera gesehen, aber immer noch keine Jungen. Hättest du da noch eine Idee? Ja, ist natürlich schade, weil das ja nicht eine gute Kamera für Junge ist. Aber wir haben noch 60 andere Kameras. Auf irgendeiner werden wir auf jeden Fall noch einen jungen Luchs finden. Das glaube ich auch. Dann bauen wir hier wieder alles zusammen und dann schauen wir woanders noch hin, oder? Genau. Bitte mal auf. Aber dann kommt alles anders. So. Okay, was habe ich gerade eine SMS gekriegt? Ha! Mortality Signal. Mortality Signal Reh 792. Genau, wir haben Rehe besendet und die haben ein Halsband um. Und das Halsband sagt uns, wenn sich das Reh über einen längeren Zeitraum nicht mehr bewegt. Da müssen wir mal nachschauen, was da passiert ist. Ja, dann machen wir das doch mal. Vielleicht war ja ein Luchs dran. Tierforscher arbeiten wie Detektive. Mit Empfänger und Antenne machen wir uns auf die Suche nach dem Reh mit Sendehalsband. Da ist es am stärksten in die Richtung. Genau, und in die Richtung müssen wir jetzt gehen. Da suchen wir mal, ob wir was finden. Ja, das ist gut. Na, jetzt ist schon sehr stark. Kann eigentlich nicht mehr weit weg sein, ja, oder? Oh Gott, da liegt's. Ja. Oh. Der Rehbock ist tot. Schauen wir mal, was da passiert ist. Oh. Hier sieht man schon eine Wunde. Ja. Genau, wenn wir uns das jetzt hier anschauen, ganz typisch, dass es abgedeckt ist, hier mit Laub, teilweise auch noch so ein bisschen Streu, Moos. Ja. Das ist eigentlich typisch für den Luchs. Und dann sieht man hier vorne, das ist quasi die Einstichstelle von dem Eckzahn. Und er greift halt mit seinem Gebiss, mit seinen Eckzähnen genau hier rein und tötet das Tier dann ziemlich schnell und gezielt. Eindeutig ein Luchsriss. Das Sendehalsband kann ab. Warum hat er das jetzt eigentlich ein Halsband um? Gut, wir wollen zum einen wissen, wie sich die bewegen und wo sie leben. Das heißt, da ist ein kleiner GPS-Sender drin, mit dem wir die genau verfolgen können. Mhm. Und wir wollen auch wissen, woran sterben sie denn? Und wie viele Rehe besendet ihr dann so? Ja, wir haben bislang so um die 200 Rehe besendet. Und von denen haben wir dann auch 100 Stück, von denen haben wir schon wieder tot gefunden. Oh. Und die Hälfte davon, die ist vom Luchs gerissen worden. Was? Echt? Ja. Und was machen wir dann mit dem Reh? Wir lassen das Reh jetzt natürlich liegen, weil der Luchs normalerweise mehrere Tage wieder zurückkommt und am gleichen Beutetier frisst. Ah. Und dann nutzen wir auch die Gelegenheit, nachzuschauen, um was für einen Luchs es sich denn handelt und bringen hier eine Fotofalle an und können dann in den nächsten Tagen immer wieder mal nachschauen, wer denn hier nachts quasi an dem Reh fressen wird. Ist gut. Erneut kommt die Fotofalle zum Einsatz. Genau. So, die Kamera läuft. Wann checken wir denn das nächste Mal die Bilder? Ja, gut, die Luchse sind so 3 Tage ungefähr mit so einem Reh beschäftigt. Und deswegen können wir die Zeit abwarten, kommen nach 3 Tagen wieder und sehen dann, was an dem Riss sich getan hat. Und für euch gibt es bis dahin die nächsten Infos. Luchse sind dämmerungs- und nachtaktiv. Erst dann schlagen sie zu. Um zu überleben, benötigen die Raubkatzen 1 Kilogramm Fleisch am Tag. Das bedeutet, ein Luchs muss jede Woche ein Reh reißen. Dieses Mal war der Überraschungsangriff erfolgreich. So Leute, jetzt wird's spannend. Wir haben ein paar Tage abgewartet und jetzt checken wir die Kamera noch mal. Wenn wir Glück haben, sehen wir vielleicht den Luchsmama mit ihren Jungen. Kommt mal mit. Reh ist weg. Wie kann das sein? Das ist ja hier nirgendwo. Ja, ist hier noch Überreste da. Man sieht hier, wo es gelegen ist. Das ist ja verrückt. Sind noch ein paar Haare da. Aber wo ist der Rest?
Die Knochen essen Luchse doch eigentlich gar nicht, oder? Nee, die Knochen essen sie nicht. Aber was passieren kann, ist, dass der Luchs, dass er sich sagt, okay, hier ist das alles zu offen, ich fühle mich hier unsicher, schnappt sich das Reh und läuft mit dem da in die nächste Dickung. Ja, gut, dass wir die Kamera aufgestellt haben, dann können wir gleich mal checken. Dann schauen wir mal, was da passiert. Was passiert ist, ja. Hoffentlich hat die Kamera ausgelöst. Und wie schaut's aus? Sieht gut aus, wir haben zumindest einen Film. Oh, okay, einen Film haben wir schon mal. Dann lass uns ihn mal angucken. Da ist ein Luchs. Wow, Wahnsinn. Man sieht hier voll, wie der am Reh frisst. Und vor allem ist es sogar noch ein kleiner Luchs, ne? Was meinst du, wie alt ist der jetzt? Gut, die werden ja im Mai geboren. Und deshalb ist er jetzt so um die 4-5 Monate alt. Also ist jetzt auch noch abhängig von seiner Mama. Aber der ist ja ganz alleine unterwegs. Da ist jetzt ja gar keine Mama mit dabei. Das hätte er alleine nicht geschafft, das ganze Reh zu fressen. Da war mit Sicherheit, die Mama ist mit Sicherheit irgendwie in der Umgebung. Und wahrscheinlich haben sie danach das Reh dann verzogen. Boah. Aber wie das Reh wegkam, bleibt ein Rätsel. Denn dann ist die Speicherkarte voll. Naja, aber wir können auf jeden Fall sagen, es gibt hier einen jungen Luchs in der Umgebung, was total super ist. Einen Luchs in freier Wildbahn sehen, das werden wohl nur die wenigsten Menschen einmal erleben. Trotzdem ist es schön zu wissen, dass die Katzen mit den Pinselohren überhaupt wieder bei uns herumstrolchen. Damit das so bleibt, müssen Projekte zum Schutz der Tiere im Nationalpark Bayerischer Wald weiterhin unterstützt werden. Dann haben auch diese kleinen Luchse die Chance auf eine schöne Zukunft. Zurück bei Diana und Charles aus dem Waldhaus Mehlmeisel. Tja, Leute, einen Luchs in freier Wildbahn zu sehen, ist nahezu unmöglich. Die Raubkatze ist einfach super scheu. Wer die schönen Tiere trotzdem mal sehen möchte, kann das in einem Wildpark tun. Ich sag tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert.